Ich glaube, ich weiß, was du bekommst. Guck mal, da ist der Roadhog. Ich habe eher damit gewartet, dass du sagst, den hat Phil trainiert. Ja, scheiße, den hat Phil trainiert, natürlich. Scheiße. Oh Mann. Leute, den da hat Phil trainiert. Oh Mann, scheiße. Warum ist der mir nicht eingefallen? Oh, er brennt! Ich brenne! Winston! Digimon, Mann. Ach so, ja. Ich brenne. Bitte lass mal Overwatch hier. Okay. Das sind also gute Vergleiche. Flammende Bestie, Flammatron. Ist es Tron? Ja, tausend an. Laufen. Oh, aua. Wollte aufschießen. Oh, scheiße. Wollte auch anvisieren. Ja, ey, was ist mit einer? Schau mal, das stahlende Ding auf der Stirn von diesen Typen. Ich glaube, das ist ein Inder. Ich spüre, dass von dort eine starke magische Energie ausgeht. Ein blonder arischer Junge schießt auf einen Inder. Also ich wette, Marvin, der hätte, wäre bestimmt nicht drauf gekommen, darauf zu schießen. Selbst nachdem Mitter das gesagt hätte. Ah ja, ich muss ja das, glaube ich, festhalten. Ach verdammt, ich wollte nämlich die Schuhe anziehen. Wie musst du das zuvor anziehen? Ja, wie scheiße ist das denn? Es ist so. Hä? Er muss es festhalten. Oh Gott. Er ist schon wieder. Ja, ja. Erzähl mir nichts, was ich schon weiß. Ja, Entschuldigung. Komm, na komm. Hi, es geht. Au. Wie ich gar nicht treffe. Komm, wo ist denn deine Ketten, ne? Ich kann nicht A und Y gleichzeitig drücken, das ist echt scheiße. Ich hätte es auf X legen sollen. Und jetzt runter mit dir! Ja, yeah, knie dich hin, ne, Baby. Ich weiß, das gefällt dir. Ja, es gefällt dir doch. Weil er hat hier keine Organe, hä? Was soll denn das denn? Von was ernährt er sich? Das kommt davon, wenn man nur Junkfood frisst. Ist hier ganz ruhig, Dominik. Ja. Mir hat gerade wie so ein blöder Spruch eingefallen ist. Nichts mit Overwatch, bitte. Nein. Ich hab's vergessen festzuhalten. Na. Komm. Du ziehst die! Ey, voll geil! Hey, la 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 la! Zu viel Zeit verschwendet. Na, wie gesagt, das, bevor er nett hat sich, da habe ich mir so gedacht, Oh, was von, macht er da? Von Staub wie SpongeBob. Ich hab Y gedrückt! Mann! Ja, wie läuft eigentlich alles besser? Komm, sehen wir nichts. Was? Oh, fuck, mein Steißbein! Du Arsch! Epic Fail. Noch einmal. Ja, die Dreimal-Regel von Nintendo. Dreimal. Wenn es mehrere Male muss, dann ist das ein besonderer Gegner. Ja, beim Zwischenboss, weißt du, da hat es sich nur resettet, weil du einfach runtergefallen bist. Ja, stimmt. Ein ganz besonderer Gegner in diesem Fall wäre, glaube ich, Ganondorf. Bei dem gelten diese Regeln nicht. Mach ihn fertig. Erst mein Wadenbein, was willst du von mir? Mach ihn fertig, wie ihn ready. So, jetzt wirst du zum Goron, People! Den hat Phil trainiert! Das merkt man.
Oh. Doch Aspirin! Ja, jetzt haben wir sein Herz rausgerissen. Ja. Wir sind brutale Mörder. So ein Herz haben sein Kopf. Gut gemacht. Jetzt hast du schon zwei Schattenkristalle. Dann haben wir drei, dann haben wir alle Hinweise zusammen, um Blues Clues zu lösen. Ja, ja, schon gut. Zur Belohnung werde ich dir etwas Spannendes erzählen. Ja, weil du so gut angeleistet hast, werde ich dir was Gutes erzählen, ne? Eine spannende Geschichte. Zanto, Ende. Der grüne Aufteil. So heißt derjenige, der die Schatten über diese Welt ummantelt hat. Man nennt ihn auch den König der Schatten. Er ist sehr stark, du bist ein Nichts gegen ihn. Aber ich werde Zanto niemals als unseren König anerkennen. Und auch nicht, dass die Welt des Lichts von dieser verwöhnten Prinzessin ihren Verbündeten regiert wird. Nicht, dass ich ihr etwas Böses wollte. Ich will nur die Schattenkristalle, alles andere interessiert mich nicht. Die verkaufe ich dann bei eBay, mach mir ein schönes Leben. Also gut, es fehlt nur noch einer, den findest du auch, oder? Im Wassertempel. Ja, was ist das jetzt schon? Spoiler, 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 Spoiler. Nein, es war nur Epic Foreshadowing. Ach so, Spoiler. Den spreche ich mal. Weil dort's den Ältesten gehabt. Ja, sprich du mir mal ruhig. Den spreche ich auch mal auf wie King Julian. Was, wo bin ich? Oh, meine Kopf wie brummt. Ja, mehr nicht. Oh, meine Kopf tut so weh, aber ich kann mich an gar nichts erinnern. Ich weiß nicht, wer ich bin. Was bin ich? Was winkst du da? Also was man dir sagen kann, du wurdest vom Phil drin. Ja, jetzt lass mal dein Phil hier. Aus dem Spiel. Also Phil ist ein wertvoller Charakter dieses Spiels. Ja. Weißt du, was noch ein wertvoller Charakter dieses Spiels ist? Hier. Gogor. Ach so. Gogor, ganz wichtig. Willst du wirklich weg von hier? Bist du sicher, dass du nicht einen Herzcontainer vergessen hast? Ich hab ihn mitgenommen. Jetzt glaube ich dir nicht. Nicht so wie ein gewisser anderer Mensch. Dam dam. Ich? Nein. Marvin? Na, Marvin hat dann gedacht. Er hat nur nicht daran gedacht, ein Glitzer in einen Baum zu rammen. Willst du speichern? Ja. Die letzte Aufnahme ist ja schon mal ein Weichen her, wie man sehen kann. 23.3. 3 Monate fast. Da. So, zuletzt hat er den Marvin gehabt. Aber der war ja nur ein kurzer Gastauftritt, das heißt, du hast ihn wieder. Diesen. Bist du nicht mit ihm nicht gestern? Nee, ich hatte den letzten gehabt und ich hab den nicht gesprochen, egal. Auserwählte Diamond. Du musst nicht flüstern. Das Land im Norden, jenerseits der großen Steinbrücke, wird vom Lichtgeist Ranelle behütet. Ist das wieder dein Land vor unserer Zeit? Ja. Dort wirst du die finden, die du suchst. Also bisher fehlt ja doch nur ihr ja. Also es ist nur nicht die, sondern die eine. Das ist wie traurig. Teibold. Ich bin ein Baby. Ich kann nur 4 gucken. Was ist mit ihr ja? Ich hab ganz vergessen, dass sie existiert. Jetzt ist es mir auch eingefallen. Dachte ich mir, oh Scheiße, nein! Deine Freundin! Du musst ihr retten. Weil das ist doch dein Waifu. Bestimmt haben Bösen sie irgendwo hin versteppt. Nein! Das Böse. Das Böse. Nein! Das ist böses Gebüsch!
Ich habe diesen Albtraum doch nur ausgehalten, weil ich immer eher dich vor Augen hatte, Talbot. Ich schippe euch beide. Und jetzt bin ich wieder in Sicherheit. Nerviger kleiner Junge. Streichende Augen. Du erinnerst dich noch, was ich dir damals in Ordnung gesagt habe, oder? Nein, wir vergessen eigentlich immer das, was du sagst. Wir verdrängen es immer. Weil es unwichtig ist. Ich möchte einmal so werden wie du, Tybolt. Möchte auch gern Töpfe zerdeppern, ohne dass sich jemand beschwert. Die Welt geht nur, dass es niemand mitkriegt. Mach dir um mich keine Sorgen mehr. Jetzt musst du eher retten. Ich habe Michael noch nie Sorgen um dich gemacht. Ich hab mich dir immer nur vorgestellt. Sei beruhigt, ich werde auf diese Kinder Acht geben. Du aber solltest du denen gehen, die dich jetzt Mehl brauchen als wir. Ich hab dir immer dich vor Augen und ihr gehabt, als Fettvorlage. Was? Dein Anblick erinnert mich an den Helden aus alter Zeit, da habe ich mitgelebt, ich bin alt. Von dem die Legenden Hyrules belichten. Möge der Segen der Göttinnen von Hyrule dich begleiten. Amen. Schwebt der? Der Maru da hinten, einfach steht da so, als Außenseiter. Ich finde das Maru-Lied ziemlich geil, wenn man in den Laden reingeht. Ich glaube, wir sollten da noch mal kurz reingehen. Ich glaube, der verkauft jetzt ein der ganz bestimmtes Power. Item, ja. Da ist er jetzt links. Bei der Wii-Version ist er rechts. Er ist umgespiegelt. Scheiße, umgespiegelt. Ey. Konnte ich mich nie mit anfreunden. Aber die Original... Nee, hat er noch nicht gesagt. Ey, Kurzer. Was bist denn du? Ach so, ja. Hey, Tybalt. Brauchst du was? Voll der Männchen. Ich dachte, er würde jetzt ein Falkenauge verkaufen. Ja, dachte ich auch. Wahrscheinlich musst du erst das Dings ausmachen. Ich muss wahrscheinlich erst mit Taro sprechen. Ja, zuvor müssen wir auch noch Bomben kaufen. Mit den Bomben eine geheime Höhle. Kriegen wir Bomben nicht erst kostenlos? Die kriegen eine Bombentasche kostenlos. Rest müssen wir kaufen. Ich dachte, der Postbote bringt uns eine Bombe mit. Nee, der sagt uns dann nur, hey, Burns wollte sagen, dass er Bomben verkauft. Vergiss das nicht. Und so. Okay. Aber wenn wir es schon wissen, können wir auch sofort reingehen. Und hey, Lennart. Lennart Hopstetter. Dieses Dolf hat in Kulzelzeit viel durchgemacht, aber jetzt killt langsam das Lachen auf die Gesichter der Bewohner zurück. Also du bist nur der Einzige. Von dem, die noch leben. Das ist eine leere Stadt. Auch Tallo geht es endlich wieder besser. Es war ja wegen der Sache mit Colin sehr niedergeschlagen. Ich wollte ihm helfen, aber er ist ganz allein zu diesem Wachposten gegangen. Geh doch mal zu ihm. Er ist meist auf seinem Wachposten. Hoch über den Dächeln von Billens Bombodilom. Und die Goronen helfen einem, da hochzukommen. Diese blöden Goronen. Jedes Mal derselbe. Fick mit denen. Das sind Goro-People. Was ist hier drin? Link ist ein Hyrule-People. Hylia-People. Die sind alle in Hyrule. Auch Goro-People sind in Hyrule. Ach, die Goronen. Was wollen die Goronen? Die Goro-People. So, wie viel Zeit ist, haben wir noch? Noch eine halbe Stunde. Okay, Plattformotorum war hier, glaube ich. Glaube ich mal. Hallöchen. Was warst du? Achso, hab ich dir nochmal gesprochen. So veteranisch, ne? Kein Plan. Hallo du! Nach wie wär's, hab alles einigermaßen beisammen, der Laden läuft also so wieder. Obwohl, im Moment habe ich nur eine Sorte, aber wenn nur das Lager nicht abgekommen wäre, hätte... Zwinker. Wird bald wieder mehr geben. Sieh dich auf jeden Fall in aller Ruhe um. Bom. Aber du hast gar keine Bombentasche für die Bomben? Ich habe gerade für 120 Rubin ein Brett mit Bomben gefüllten Taschen als Prämienpackung angeboten. Wie wär's? Ja, wir müssen es kaufen.
Ach so, ist das? Ach so, ist das? Na dann viel Spaß mit meinen exklusiven Bomben. Ich habe sie wirklich alle selbst gemacht. So sieht auch aus. Noch etwas. Wenn du die Bomben in Kombination mit Pfeil verwendest, kannst du mit Bombenpfeilen weit entfernte Ziele erreichen. Ich schicke dir jetzt mal einen Brief. Da findest du alles genau beschrieben. Kannst du alles nachlesen, wenn du willst. Hältst eine Bombentasche. Umdrehung geöffnet. So, jetzt Bomben auf Y legen. Kombination mit Bogen? Nee. Mal gucken, was passiert, wenn wir die Lampe hier benutzen. Geht nicht. Hey, das ist gewöhnlich. Du kannst doch hier nicht im Laden einfach Feuer machen. Anmachen. Oh. Feuer machen. Feuer anmachen. Dann machen wir es eben oben, wo er nichts mehr mitbekommt. Hey! Hat ich dich nass gemacht haben. Ja, jetzt bin ich feucht. Oh, hättest du nicht oben rangehen können, Tau? Hm? Wir haben doch Goro-People. Ja, ich interessiert mich nicht, was er zu sagen hat. Das steht auf meinem Rücken. All die sind alle gleich aus. Ja. Aber es ist nur für Goronen so, weißt du. Also für uns Menschen sehen die alle gleich aus, aber für die Goronen sind unter sich, weißt du, bestimmt anders. Der hat einen anderen Pickel! Ist wie mit Japanern. Für uns sehen die alle gleich aus, aber für die ist es nicht so. Was steht denn hier? Achtung, betreten verboten, Burns. Mr. Burns. Naja. Ist auch passend. Im neuen Zelda hat er bestimmt einen Atomkraftwerk gebaut. Man könnte ja dicke anzünden. Scheiße. Also man könnte theoretisch dann, weißt du, als alternatives Ende die ganze Welt vernichten. Das wäre mal was. Das wäre saugeil. Okay. Keiner verstanden, was du gesagt hast. Okay. Er hätte schon mich ruhig höher schleudern können. Wieso kommt noch eine Treppe? Leiter. So, jetzt erst Mickey Maus. Tybolt! Ich halte die Wache vor uns alle! Wenn wir irgendwelche Monster angreifen, schlage ich laut Alarm! Dann spiele ich Justin Bieber Musik, dann laufen die davon! Never give up! never say never! Never say never! Ach, wenn ich nur einen Bogen hätte, dann könnte ich dich von hier aus selbst erledigen, weil ich so ein Sniper bin! Das ist es, Tybolt! Kannst du mir nicht beibringen, wie man sowas macht? Es würde schon reichen, wenn du mir nur zeigst, wie du schießt. Bitte. Ja, ohne Bogen kannst du aber nichts machen. Nee. Okay. Ja, super. Da vor der Quelle steht Maru. Geh ein bisschen zu ihm, zeig's mir von dort aus, ja? Zeig's mir so richtig. Da bist du ja. Sag mal, kannst du wirklich mit Pfeil und Bogen umgehen? Nein. In Ordnung habe ich dich noch nie mit Bogen gesehen. Hatte ich auch keinen. Ja, dann bist du ein Schleuder. Naja, egal. Versuch erstmal das da zu treffen. Damit läuft ein Zivilist durch die Gegend. So, erstmal hier, guck. Feuer! Ja, Feuer! Okay. Also ich finde das irgendwie gefährlich, wenn da Zivilisten durch die Gegend laufen. Ich bräuchte mal mehr Pfeile. Dann treffen los. Yeah. Natürlich, na schön, das war natürlich viel zu einfach. Ja, ich hätte das auch mit links gekönnt. Hm? Wie wär's damit? Wie stellen sie in dieser Geschwindigkeit nur diese Schilder auf, ne? Ja. Die kloppen einfach auf. Hm. Hey! Hier oben! Ich schreie gerade so laut, man kann mich auch wieder oben hören! Als letztes Versuch, es hier zu treffen! Hans, verstehst du das? Oh, jetzt bin ich gespannt. Oh Gott. Der... Oh Gott! Da hoch. Oh Gott! Boah, yeah, ja, ein Skill! Zwei Schüsse! Wahnsinn! Hast du Aimbot oder was? Getroffen, du hast getroffen! Hast du Aimbot ganz unten getroffen, du hast Aimbot! Danke, Tybolt! Jetzt hab ich gelernt, ich muss auch Aimbot verwenden! Nanu, wenn du dir Mühe gibst, bist du ja richtig gut! Nicht so wie ich, aber gut! Anscheinend hast du schon ein paar Kämpfe erlebt. Nee.
Ist ja nicht so, als hätte ich euch alle Ficker gerettet. Nimm das hier. Nice. Ein Erzteil. Krass. So, jetzt gehe ich nochmal zu Maro. Jetzt müsst ihr mir doch hoffentlich das Falkenauge verkaufen. Das Falkenauge brauchst du gar nicht. Aber wir können es kaufen und wir haben Geld. Wir können es kaufen und haben Geld. Gehe ich auch bei mir, gehe ich auch immer so. Ach Maro, ich habe so viel Geld und weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Und gut zielen kann ich auch nicht. Hey, Teilwald, kaufst du was? Ja, Falkenauge, 100 Rubine. Gut. Yeah, auf einfach, weil es cool aussieht. Einfach, weil es cool aussieht. Ich meine, bekommt nicht wirklich oft einen Moment, wo man sowas braucht eigentlich, was schade ist. Zeit ist Geld, verschwende nicht meine Zeit, wenn du nichts kaufen willst. Voll der harte Geschäftsmann. Obwohl, wir haben noch was gekauft.